Kannst du dich mit allem lieben, was du bist, auch mit deinen Schwächen? Solltest du damit noch Schwierigkeiten haben oder dich sogar dafür verurteilen, dass du Schwäche hast, dass du Schwächen zeigst in der Öffentlichkeit, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Ich möchte dir in diesem Klartext-Video auf deutliche und klare Art und Weise meine Sichtweisen auf dieses wichtige Thema zeigen. Ich wurde so oft darum gebeten, ein Video dazu zu machen. Jetzt mache ich es. Als Basis möchte ich dir sagen, akzeptiere einfach, dass du dich jetzt in dieser Zeit entschieden hast, auf der Erde zu sein. In der Zeit, in der es darum geht, aus Dualität endlich Trinität zu machen. Was meine ich damit? Ich habe da schon einige Videos zu gemacht. Dualität heißt, wir bewegen uns in einem Feld aus Licht und Schatten. Aus Liebe und Angst, Wut, Glück und eben auch Stärke und Schwäche. Der nächste Schritt unserer menschlichen Entwicklung als Kollektiv, aber natürlich auch ganz privat und persönlich, bedeutet, das Bewusstsein mit hineinzunehmen. Und das ist dann für mich Trinität, die Dreiheit von Licht, Schatten und Bewusstsein. Ich werde wie immer einige Videos dazu auch unten in der Videobeschreibung verlinken, denn es ist so, so wichtig, dass wir jetzt in dieser Zeit des Wandels, des Aufstiegs unsere wahre Selbstliebe finden und alles wegräumen, was uns davon abhält. Zum Thema Selbstliebe habe ich schon viel gemacht. Doch auch da wurde ich gebeten, noch ein bisschen mehr zu machen, weil so viele Menschen jetzt ganz unbedingt endlich die Basis für ein glückliches und gesundes Leben legen möchten. Und das ist für mich immer schon Selbstliebe gewesen. Selbstliebe heißt für mich, dass du erkennst, dass es 0,0 Gründe gibt, dich nicht zu lieben und dafür hunderte von Gründen, es zu tun. Reden wir jetzt also über das Thema Schwäche, fühlen, annehmen und vielleicht sogar zu lieben. Ich habe so, so viele Erfahrungen dazu gemacht, die ich auch gerne jetzt ganz persönlich mit dir teilen möchte. In meinen Videos ist es mir wichtig, dass ich dir auch immer wieder zeige, dass mein Lebensweg ziemlich bunt, steinig und teilweise auch echt anstrengend war. Und ich dadurch aber großartige Methoden, Werkzeuge, Ideen bekommen habe, wie ich glücklich werden kann. Das bin ich heute zutiefst und ich möchte meine Erfahrungen weitergeben, damit du vielleicht einen weniger steinigen und anstrengenden Weg hast, dich selbst zu lieben. Ich möchte damit anfangen, dass ich dir erkläre, dass Schwäche etwas Großartiges ist. Es hat lange gedauert, bis ich das für mich akzeptiert habe. Und jetzt kann ich sagen, alle Schwächen, die ich in mir gefunden habe, die ich anfangs, ja, ich kann das Wort ruhig mal verwenden, gehasst habe, mich zu der gemacht haben, die ich heute bin. Ich fühle mich enorm stark, enorm selbstbewusst. Ich bin mir meiner selbst bewusst, meiner Stärken und meiner Schwächen. Meine Stärken zu lieben ist super einfach. Wobei auch das mit Selbstwert zusammenhängt. Dazu habe ich gerade ein Video mit meinem wundervollen Freund Siranus gemacht, das verlinke ich mal hier oben. Selbstwert gehört auch zu einem selbstbestimmten und selbstbewussten Leben dazu. Und auch die Stärken als wertvoll anzuerkennen, ist ein großer Schritt hin zu uns selbst, zu unserer wahren Kraft und Stärke. Doch jetzt geht es ja um die Schwächen. Ich möchte dir ein paar meiner Schwächen aufzeigen und dir erklären, wie ich da rausgekommen bin, also wie ich sie als wundervoll entdeckt habe. Eine meiner großen Schwächen ist die Schwellenangst. Ich bin gerade umgezogen an einen völlig neuen Ort im Sinne von zwar immer noch auf Mallorca, aber vom Meer, vom Hafen in das Landesinnere ist ein ganz anderes Gefühl. Ich bin jetzt nicht mehr mitten in einem Dorf, ich bin mitten auf dem Land. Meine nächsten Nachbarn sind einige hundert Meter entfernt. Es hat alles Vor- und Nachteile. Ich merke nur in solchen Zeiten, ich bin über 30 Mal umgezogen, dass ich immer mal Schwellenangst habe, dass ich
zum Beispiel Angst habe, an einen neuen Ort zu gehen, also jetzt zum Beispiel die Dörfer in der Umgebung kennenzulernen. Ich fremdel dann ein bisschen. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht zum Thema Schwellenangst, verlinke ich auch mal hier oben. Und ich habe gelernt, wenn ich zum Beispiel ja, scheu bin, wenn ich Angst habe, zum Beispiel zu einem Amt zu gehen, wo ich noch nie war und hier in Spanien, mein Spanisch ist einfach noch nicht amtstauglich, dann dahin zu gehen und zum Beispiel etwas Neues zu beantragen, mich umzumelden etc. Wow, da tue ich mich sehr schwer mit. Oder zum Beispiel auch zu einem neuen Arzt zu gehen, den ich noch nicht kenne. Und Ärzte sind sowieso für mich ein großes Thema, weil ich als Kind bei zig Ärzten in der Woche war, weil ich so viele verschiedene Krankheiten hatte, so viele Unfälle hatte. Und das war immer für mich eine Riesenherausforderung. Was habe ich getan? Ich hole mir Hilfe. Es hat lange gebraucht, bis ich erkannt habe, dass Hilfe annehmen und um Hilfe zu bitten nichts Schlimmes ist. Ja, ich gestehe mir dann zu und ich gestehe es damit auch denjenigen, den ich um Hilfe bitte, dass ich das nicht kann, dass ich da eine Schwäche habe. Aber es ist eine unendliche Befreiung, aus dem Dilemma herauszukommen. Ich habe als Kind gelernt, wenn ich um Hilfe bitte, dass ich die gruseligsten Tipps bekomme, die man überhaupt nur bekommen kann. Es gab Menschen in meinem Leben, die mir wirklich da so schlechte Ratschläge gegeben haben, dass ich aufgehört habe, um Hilfe zu bitten. Und erst mit über 40 habe ich angefangen, das neu zu lernen, auch dank meines Ex-Mannes Serranus. Er hat mir gezeigt, hey, ich kann dir nur helfen, wenn du mich um Hilfe bittest, denn ich kann nicht in deinen Kopf gucken, ich kann noch keine Gedanken lesen. Also hole ich mir Hilfe, wann auch immer ich sie brauche, beim Umzug, wenn ich irgendwo zum Amt muss und nicht genug Spanisch kann, wenn ich irgendwas machen möchte, aber Angst davor habe, dann lasse ich mich begleiten, dann lasse ich mir helfen. Auch wenn ich in mir eine Schwäche entdecke und ihr mit den Tipps, die ich dir nachher geben werde, nicht weiterkomme, dann lasse ich mir helfen. Ich mache Supervision, das ist toll. Ich habe so viele Menschen in den 20 Jahren getroffen, die ich jetzt meine spirituelle Arbeit mache, die ganz besondere Fähigkeiten haben, die sich auf besondere Dinge spezialisiert haben. Und die nutze ich einfach. Und dann gibt es einen tollen Energieausgleich, dann helfe ich ihnen, sie helfen mir. Super. Also das ist etwas, das möchte ich dir unbedingt mit auf den Weg geben. Bitte um Hilfe. Habe keine Angst, deine Schwächen einzugestehen. Aber dazu gleich mehr. So, jetzt nochmal ganz kurz meine Beispiele. Videos aufzunehmen ist auch etwas, was ich früher nie wollte. Ich hatte zwar immer Spaß daran, fotografiert zu werden. Meine Eltern haben mich schon als Baby dauernd fotografiert. Damit bin ich groß geworden. Aber es ist etwas ganz anderes, bei YouTube einem Millionenpublikum, nun gut, es gucken nicht Millionen meine Videos, aber potenziell schon, völlig wildfremde Menschen, die ich noch nie gesehen habe, können meine Videos anschauen, in denen ich, wie jetzt gerade auch von mir erzähle, und zeigen mir dann meine Schwächen auf. Die geliebten Triggerengel oder Arschengel, je nachdem, wie man sie nennen möchte. Auch dazu habe ich gerade ein Video gemacht. Und das zu tun, also ein Video aufzunehmen oder ein Seminar zu halten, Vorträge zu halten auf Messen vor Hunderten von Menschen, das war für mich, oh, eine Riesenüberwindung. Aber es war genial. Selbst mich auf Facebook zu zeigen. Ich habe eine Community, die ist zwischen 50 und 100.000 Menschen groß durch Facebook, Instagram, Telegram, YouTube und alles andere. Mich da immer wieder zu zeigen mit meinen Stärken und auch mit meinen Schwächen, war ein Riesentraining und es hat mich enorm stark gemacht. Es hat meine Grenzen gesprengt. Jedes Mal, wenn jemand kommt und irgendwas schreibt, ich wäre zu dumm oder hätte was Falsches an oder würde, wie letztens, zu viel mit meinen Händen herumspielen und dann musste sie unbedingt das Video ausmachen. Dabei geht es doch um den Inhalt, nicht um mein Äußeres. Man kann meine Videos auch hören, man muss sie ja nicht anschauen. All das ist Training, um meine Grenzen zu erweitern. Und das habe ich konsequent, intensiv jetzt viele, viele Jahre gemacht.
die 20 Jahre, die ich jetzt meine spirituelle Arbeit in der Öffentlichkeit mache. Dann habe ich zum Beispiel auch die große Schwäche der Zuckersucht. Und Sucht ist etwas, wenn es schon als Kind anfängt oder als Jugendliche anfängt, man das über Jahrzehnte gelebt hat, dann bleibt man süchtig. Man sucht weiter nach etwas. Sucht zu transformieren, vor allen Dingen Zuckersucht, die früher, also als ich groß wurde vor 50 Jahren, da hat das niemand ernst genommen. Ja? Da wusste niemand, dass Zucker, also dieser raffinierte, billige Haushaltszucker, purstes Gift ist für den Körper. Und es hat mich krank gemacht, sowohl geistig als auch körperlich. Da herauszukommen, das war für mich ein Riesenschritt. Und ich habe da auch einige Videos zu gemacht. Das Wichtigste verlinke ich mal hier oben, falls es dir ähnlich geht. Und das auch einzugestehen, erstmal mir selber, war gigantisch. In dem Zuge habe ich auch mit, ja, ich würde mal sagen, Mitte 30 entdeckt, dass ich Magersucht hatte. Und diese Magersucht ist auch etwas, das hat in meiner Jugend so viele Gehirnverbindungen tatsächlich real falsch verschaltet, gerade in der Pubertät, wenn man mit einer Magersucht oder ähnlichen Esssüchten groß wird, wirkt sich das auf das ganze Leben aus. Und das gilt es wirklich zu transformieren. Falls ihr Interesse daran habt, dass ich dazu mal ein eigenes Video mache, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Es ist ein Thema, da brauche ich auch wieder ganz viel Mut für, aber ich möchte ja helfen. Ich möchte Menschen helfen, dass sie, genau wie ich, aus den Süchten herauskommen. Und ich weiß, es kann jeder. Es ist immer die Frage, wie sehr man sich liebt. Jetzt also mal zu meinen besten Tipps. Ganz einfach, Tipp Nummer 1, schreib mal all deine Schwächen auf. Du kannst jetzt auch das Video einfach mal stoppen, Pause drücken, nimm dir einen Zettel, einen Stift und schreib mal alles auf, was dir jetzt, während ich erzählt habe, von meinen Schwächen eingefallen ist. Was du als Schwäche bei dir empfindest. Ich könnte noch weitermachen, aber muss ja jetzt nicht das ganze Video über meine Schwächen erzählen. Ich möchte dir ja Tipps geben. Aber schreib mal all deine Schwächen auf. Und wenn du das getan hast, betrachte sie einmal mit den Augen der Liebe. Ich habe mich jetzt für dieses Video bewusst vor mein Sterntor der Seele gesetzt. Dazu gibt es auch ein eigenes Video. Unsere Seele ist pure Liebe. Wir sind in jeder Zelle mit all unserem Bewusstsein, mit unseren Stärken und Schwächen, pure Liebe. Bitte versteh das endlich. Akzeptiere es, denn es ist die Wahrheit. Ich habe so lange gebraucht, bis ich hinter diese Wahrheit kam und seit ich sie für mich entdeckt habe, was soll ich sagen, mein Leben hat sich komplett verändert. Wenn du dich also im Spiegel mit den Augen der Liebe betrachtest, das ist so eine Selbstliebe-Übung, darüber hatte ich in dem ersten Video zum Thema Selbstliebe schon öfter, also ausführlicher gesprochen. Das ist eine Übung, die kann man auch super in Workshops machen, gerade in Frauen-Workshops oder eben dann in separaten Männer-Workshops. Oder wenn man keine Scheu hat, dann kann man es auch Männer und Frauen zusammen machen. Sich einfach mal nackt oder in der Unterwäsche vor einen großen, also körpergroßen Spiegel zu stellen und sich mit den Augen der Liebe anzuschauen. Liebe wertet nicht. Liebe sieht die Schönheit in allem. Liebe sieht die Wunder in allem. Betrachte also mal deine aufgeschriebenen Schwächen mit den Augen der Liebe. Und wenn du nachher mal an einem Spiegel vorbeikommst, wenn du im Bad bist, dir die Hände wäschst und in den Spiegel schaust, schau dich mit den Augen der Liebe an. Dann wirst du sehen, wie wundervoll du bist, voller Wunder. Wenn du dann deine Schwächen aufgeschrieben hast und sie mal mit den Augen der Liebe betrachtet hast, dann stell dir mal jede deiner Schwächen, vielleicht ist es ja auch nur eine, als Mensch vor. Wie sieht deine Schwäche als Mensch aus?
Alt, jung, groß, klein, dick, dünn, Mann, Frau, was auch immer. Und dann sprich einmal mit diesem Menschen deiner Schwäche. Siranus hat eine tolle Übung entwickelt, die nennt er Kontaktaufnahme. Dazu gibt es ein eigenes PDF, das verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Da hat er wirklich ganz intensiv beschrieben, wie man mit Ängsten, Schwächen, Problemen, Herausforderungen Kontakt aufnehmen kann, um dann in Liebe das Ganze zu transformieren. Also schau es dir mal an, vielleicht kannst du damit vorankommen. Also für mich hat das enorme Wirkung gezeigt. Ich habe diese Kontaktaufnahme ganz, ganz oft gemacht. Und daraus sind dann später auch unsere Powerfragen entstanden, also diese Affirmationen, mit denen man Glaubenssätze transformieren kann. Dazu habe ich auch Videos gemacht und dazu gibt es bald auch ein neues Buch. Wenn du also dir diese Schwäche als Mensch vorstellst, kannst du mit ihr sprechen und sie hat bestimmt eine Botschaft für dich. Wie sie entstanden ist, woher sie kommt, was die Ursache war. Und was sie braucht, damit sie zu deiner Stärke wird. Wie ich vorhin sagte, meine Schwäche, meine Angst vor Neuem hat mich endlich dazu geführt, dass ich Hilfe annehmen kann. Ich bin dieser Schwäche total dankbar. Und seitdem empfinde ich es überhaupt nicht mehr als Schwäche. Wenn du also eine Botschaft bekommst, schreib es auf, was dir deine Schwäche zu sagen hat. Und du wirst spüren, alleine indem du dich damit jetzt beschäftigst, wird sich ganz, ganz viel in dir wandeln und du bekommst ein größeres Verständnis von dir selbst. Ich empfinde die Schwächen, ähnlich wie die Ängste in uns, sozusagen als Trainer und Trainerin. Sie sind für mich wie Boxpartner im Trainingsring, ja, wenn man sich wirklich vorstellt, man möchte Boxen lernen, man braucht dazu einen Partner. Klar, man kann auch auf einen Sandsack einboxen, aber einen Partner zu haben, das macht ja viel beweglicher, weil ein Partner ausweicht. Und ich empfinde das auch als Sport. Also ich mag Gewalt im Grunde überhaupt nicht. Ich würde auch niemanden schlagen, es sei denn, ich werde wirklich körperlich attackiert und angegriffen. Aber es ist gut zu wissen, dass ich mich verteidigen kann. Und manchmal, wenn ich lange sitze, male, Videos aufnehme, am Computer sitze, mache ich ein paar Schattenbox-Übungen, weil es wunderbar den ganzen Oberkörper frei macht, die Schultern frei macht. Und es gibt mir auch ein gewisses Selbstbewusstsein, dass ich weiß, sollte ich irgendwann mal attackiert werden oder mich verteidigen müssen, kann ich ein bisschen boxen. Ja, es hat alles Licht und Schatten. Es ist immer die Frage, wie nutze ich meine Kraft und meine Macht. So, zurück zur Schwäche. Ein ganz wichtiger Aspekt, den ich schon ganz oft in meinen Videos genannt habe. Ich weiß aber, es ist wichtig zu wiederholen, damit es sich festsetzt im Kopf und im Herzen. Stopp mit der Selbstbeschimpfung. Hör sofort auf damit. Wenn du dich dabei ertappst, dass du dich für eine Schwäche beschimpfst, zum Beispiel, dass du kein gutes Gespür für Zielorte hast, kein inneres Navi hast. Das kenne ich von mir. Ich habe tausende von Seminarreisen gemacht in den letzten 20 Jahren und das ist nicht übertrieben. Ich bin jedes Wochenende in den letzten 20 Jahren, also in den ersten 15 Jahren meiner spirituellen Arbeit, bevor ich ausgewandert bin, auf Tour gewesen. Und dann oftmals nicht nur an einem Ort, sondern von dort aus wieder an einen anderen Ort gefahren und dann wieder nach Hause. Als ich angefangen habe damit, so Anfang dieses Jahrtausends, gab es noch keine Navis. Hallo, ich habe das alles noch mit Karte herausgesucht. Ich bin durch ganz Deutschland gefahren, ich bin durch ganz Österreich gefahren, durch die Schweiz gefahren mit meinem Auto und es gab kein Navi, es gab auch kein Handy, wo man mal eben nachgucken konnte, wo man gerade ist und wie man an den Zielort kommt. Das heißt, ich hatte
meine Mappen, meine Kartenmappen auf dem Beifahrersitz, habe mir alles akribisch aufgeschrieben, wo muss ich wo abbiegen auf der Autobahn, in welchem Dorf, wo auch immer. Und ich fand es scheußlich, dass ich nicht wie Freunde von mir so ein inneres Navi hatte, das mich an den richtigen Ort geführt hat. Ich bin teilweise gekreist, gekreist, gekreist. Und ich habe dann im Auto gesessen und mich wie ein Rohrspatz beschimpft. Bis ich vor wenigen Jahren gesagt habe, stopp, Schluss damit. Das war das Beste, was ich tun konnte. Das hat mir so viel inneren Frieden gegeben. Einfach damit aufzuhören. Dieses Selbstbeschimpfen ist ein Muster, das sich über Generationen aufgebaut hat. Doch wir können jetzt damit aufhören. Wir müssen uns nicht permanent beschimpfen. Wir dürfen uns loben, wir dürfen uns auf die Schulter klopfen, wir dürfen uns bestärken und wir dürfen unsere Schwächen lieben und stärken. Und dann macht das Leben viel mehr Spaß. Zuletzt noch einfach den Hinweis, sei einfach mal mutig und sprich mit deinen Freunden und Freundinnen über deine Schwächen. Wenn du etwas aufgeschrieben hast, dich eine Weile damit beschäftigt hast und vielleicht sogar schon etwas diese Liste gekürzt hast, weil du gemerkt hast, wow, das ist gar keine Schwäche, sondern das habe ich gebraucht, um zu dem Menschen zu werden, der ich heute bin, dann sprich mal mit deinen Freundinnen und Freunden darüber. Das habe ich so oft gemacht und für mich sind meine Freundinnen und Freunde unendlich wichtig. Es sind meine Lehrerinnen und Lehrer, an denen und mit denen ich wachse. Und seit ich mich traue und mutig bin, mit ihnen auch darüber zu sprechen, habe ich so viel dazugelernt. Denn wir haben ja alle unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und damit biete ich auch meinen Freundinnen und Freunden an, darüber zu sprechen, was in ihnen gerade los ist und was sie beschäftigt, was sie besorgt, was sie vielleicht nicht können. Und dann können sie auch zu mir kommen, ihr Herz ausschütten, um Hilfe bitten. Und dann kann ich diese Balance auch mit ihnen leben, ja, ein permanentes, liebevolles, achtsames Geben und Nehmen. Also frag mal dein Umfeld, was sie über deine Schwächen denken. Denn es ist super spannend, wie unterschiedlich die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ist. Was ich zum Beispiel als Schwäche empfinde, sehen andere Menschen überhaupt nicht in mir. Und dann merke ich, wow, das ist etwas ganz Altes, das sich einfach nur in meinem Kopf so festgesaugt hat, in meinem Gehirn. Und das kann ich plopp einfach mal rausnehmen, anschauen, damit kommunizieren. Hey, wo kommst du her? Wer hat mir das denn beigebracht? Und dann kann es liebevoll und achtsam gehen oder es bleibt bei mir und ist dann eine Stärke. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Tipps weiterhelfen. Ich konnte dir ein bisschen einen anderen Blickwinkel zeigen und dir mal ganz klar sagen, dass du ein kostbarer Mensch bist mit deinen Schwächen. Liebe sie, umarme sie, sprich mit ihnen. Dann wirst du merken, dass sie fantastische Lehrer sind. Ich werde jetzt im Anschluss an dieses Video ein Channeling aufnehmen zum Thema Selbstliebe und Stärke, Schwäche mit Erzengel Samuel. Das ist für mich jetzt ein Geschenk, das ich in Vorbereitung auf dieses Video bekommen habe und das ich mit euch teilen möchte. Also, ich wünsche dir, ich wünsche euch von Herzen ganz viel Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen, denn dann macht das Leben noch viel, viel mehr Spaß. Auch mit unseren Schwächen und natürlich mit unseren Stärken. Also, klopf dir mal auf die Schulter. Du bist toll, du bist wundervoll. Genieße dein Leben. In Liebe, deine Sonja Arie. Ciao, wir sehen uns.